Moin, mein Name ist Steffen Hensler und ich bin Schirmherr von Lecker Hoch 3. Warum? Ernährung für Kinder ist elementar. Gerade in heutigen Zeiten, dass sie eine ausgewogene Ernährung haben, gutes Essen, dass man weiß, wie es gekocht ist, wo es herkommt. Und bei Lecker Hoch 3 gibt es Inklusion. Das heißt, Menschen mit Behinderung kommen wieder in den Arbeitsmarkt, haben hier eine Aufgabe. Und das sind wirklich die Top 2 Gründe, warum ich hier Schirmherr bin. Moin, mein Name ist Kai Goßler, ich bin Geschäftsführer von Lecker Hoch 3, Dinners for Kinders, und ich möchte Ihnen heute einmal das Projekt vorstellen. Die Idee zu diesem Projekt ist vor 10 Jahren entstanden, gemeinsam mit den beiden Kirchenkreisen in Hamburg und mit der Pestalozzi-Stiftung Hamburg, mit dem Ziel, gute Arbeitsplätze für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu schaffen und ein besonders gesundes Essen für Kinder in Kindertagesstätten anzubieten. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne Behinderung sorgen hier täglich dafür, dass rund 5000 Kinder rund um Hamburg ein frisches, gesundes und nachhaltiges Essen bekommen. Bei Lecker Hoch 3 ist ganz wichtig, so einer der Bausteine ist die Inklusion, dass einfach Menschen mit Behinderung eine Chance haben, einen Job zu bekommen, eine Aufgabe. Schon hier seit 4 Jahren bei uns, ne? Ja. Von der ersten Minute an. Und darum geht es, dass die Menschen einfach eine Aufgabe haben, wieder einen Job haben, dass sie einfach am Leben teilnehmen. Und das ist einer der Hauptpunkte, warum ich für Lecker Hoch 3 sozusagen die Hand hochhalte. Woanders hätte ich keinen Job gefunden. Es macht mir riesen Spaß, hier zu sein. Ich bin auch gerne hier, mache gerne für Kinder hier Essen und Nachtisch fertig. Inklusion, leckeres und gesundes Essen für Kinder. Das finde ich als Ernährungsmediziner ein geniales Konzept. Und deshalb unterstütze ich Lecker Hoch 3. Ich helfe gerne. Und Sie hoffentlich auch, weil hinter jedem Moin steckt ein richtig großes Herz. Moin! 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 Moin.